So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Trade für Season 7, Folge Nummer 5. Oh ja, ja. Wir haben uns in der letzten Folge hier mit einem kleinen Güter-Ding auseinandergesetzt, namens Güterbahnhof Hub, wie man es auch nennen mag. Wo wir einfach mal geguckt haben, hatten wir hier nicht noch die geguckt haben, wo wir denn hier zum Beispiel Möglichkeiten hätten, um gegebenenfalls irgendwelche Güterperzug sogar zu befördern. Hier müssten wir leider noch erstmal einen Bahnhof für bauen. Hier oben irgendwo im Industriegebiet. Ich hoffe, das finden wir so einfach. Ah, Landnutzung sollte ich auch aktivieren. So, hier oben rechts ist das Industriegebiet. Das kenne ich noch. So, aktivieren wir mal ruhig den. Machen den hier auf 120. Vielleicht reicht das ja völlig aus. So. Ja, hier müssen wir die Straße vorher mal upgraden. Schon kapiert. Dann können wir das hier auch durchziehen. Genau. So, dann kommt hier schön erstmal eine Gerade rein. Wer weiß, ob wir hier nicht vielleicht irgendwann auch mal ein eigenes Gütergleis bauen. Naja, lassen wir das gerade mal so. So, dann haben wir das bis dort. Dann können wir mal die Güterlinie jetzt gleich starten, wenn wir hier nochmal eine Haltestelle hinzugebaut haben, die einfach nur die Güter mit Zwischenhalt hier vorbeibringt. Machen wir jetzt nämlich so. Dann gruppieren wir den mit dem und voilà. Da haben wir doch schon eine Gütergruppierung. Jetzt bauen wir nochmal einen Bahnhof, beziehungsweise einen Schuppen. Kaufen eine Lok, kaufen Güterwagen für Güter. Güter. Das sind Güterwagen. Jawohl. Dann kaufen wir da jetzt 7 Stück. Sollten reichen. No, neue Linie machen wir jetzt von da nach da oben. Nennen das Ganze jetzt GZ für Güterzug. 0, 0, 1. Und voilà. Der Zug fährt. Die Frage ist, läuft die Produktion auch mit hoch oder nicht? Und inwiefern wirkt sich das halt aus, wirklich auf das, was wir hier vorhaben, dass diese beiden hier zusammen ja laufen sollen, dass die Güter zum Beispiel von da oben halt runtergebracht werden. Ja, nice, läuft. Dann können wir hier unten ruhig nochmal ein Depot bauen oder dann halt sagen, hey Junge, guck dir das an, du kriegst hier noch mehr Gütertransporter. Sagen auf GZ2, auf G2. Irgendwie verbacken sich die Kreuzungen da gerade. Uncool, da habe ich gerade das Bild, glaube ich, verrutscht, ne? Ja. Da habe ich einmal den Bildrahmen ein bisschen verzogen gehabt. Nicht wundern, jetzt ruckelt es gerade wieder bei euch, bis das Bild sich ausgerichtet hat. So. So, jetzt flackert das hier nicht mehr so stark. Das ist auch eine angenehme Sache. So wissen wir wenigstens auch. Junge, das läuft und läuft und läuft. So, die Frage ist, kommen hier auch Güter unten an oder sind die einfach weg? Der da? Nö. Haben wir hier einen? Nö. 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 Sind die denn?
Ah, die laufen von da oben jetzt runter. Dein Ernst. Uncool. Ziemlich uncool. Aber solange sie halt laufen, ist jetzt auch nicht so schlimm. Vergrößerung geplant. Nice. Das ist unsere Absicht gewesen, bis auf 400 das ganze Ding hoch zu pushen und dann zu sagen, hey, könnt ihr mal gucken, was ihr macht, ne? Ich interessiere mich nicht dafür. Aber, ach, kriegt ihr schon irgendwie hin, ne? So, voll. Fast voll. Einer drin, okay. Das geht. So. Laufen jetzt alle hier oben wieder hin oder laufen jetzt die runter? Okay, wohl ein Teil hoch und ein Teil runter. So würde ich das gerade verstehen. Die Frage ist nur, wie können Güter wandern? Das ist für mich gerade noch so eine doofe Frage, die ich mir stelle. Aber anscheinend bringt es wohl was, dass hier wirklich so ein bisschen was fährt. Beziehungsweise geht. Heißt es ja eher. Und vielleicht sollten wir hier aus GZ2 doch den Zug doch entfernen. Den einen hier entfernen. Damit wir hier einfach zum Beispiel noch die andere Linie hier nochmal unterkriegen. Das heißt zum Beispiel die 5, die wir vorhin extra gekauft haben, landen jetzt auf G3. So. Dann machen wir das jetzt einfach so. G3. G3. G3, jetzt drei reichen erstmal für die Linie aus. Jetzt kaufen wir einfach nochmal ein paar nach. Güter. Zack. G3 und fertig. So, dann dürfte hier oben dann auch das Güterchen hier rüberlaufen und sagen, hey, hey, ich bin da. Ich will mit euch mitfahren. So sollte eigentlich der Plan dann sein, wenn hier alle da sind, genau. Und dann verdienen wir nämlich noch mit daran, dass die Sachen halt hier runterlaufen. Aber halt nicht wirklich laufen, sondern mit den Pferden runterfahren. Obwohl es eigentlich günstiger wäre, wenn die da runter gehen würden, ne? Ach, ist ja auch egal. Meine Stimme lässt schon wieder nach. So. 50 ist die Produktion schon supi. Wieder. Ah, noch einen Monat, dann wird hier auch ausgebaut. Dann läuft das hier ja schon fast wie gerieben. Haha. Hier oben ist gerade Verkehrschaos hoch 8. Na, wo bleibt Linie 1? Hier, ne? Ja. Zack, die Hälfte erstmal mitgenommen. Jetzt die Hälfte mitgenommen. Nicht schlecht, aber dafür kommen hier doch ein paar viele Leute, ne? 57. Ey, irgendwie müssen wir hier doch nochmal den Personenverkehr ausbauen auf der Linie. Vielleicht hätte ich das vorher tun sollen. So, erstmal anhalten. 1, 2. Jetzt machen wir 3, 4. So. Okay, wie alt ist der Zug? Noch nicht allzu alt. Ups. So laufen lassen. So, einen können wir sogar wieder raushängen. Dann sollte es ja auch irgendwie möglich sein, dass das halt läuft. Zack. Güter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt bitte nicht eine neue Lok. Ja, doch. Scheint aber nur eine Güterlok zu sein, ne? Beziehungsweise irgendeine Schwerkraftlok. Gedöns. Hat eigentlich nichts Besonderes. Nö. Hat nichts Besonderes davon im Gegenzug. Wieso auch nicht, ne?
So, hier oben warten noch Güter für Linie 2. Ihr habt ausgebaut, ja. Und hier unten läuft es auch noch. Ein bisschen voll für Linie 2. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So. Das sind trotzdem zu viele. Alter Finner. Das geht gar nicht. Vor allem, wenn ihr euch überlegt, der Zug ist jetzt 7% alt von 30 Jahren. Das heißt noch 8 Jahre. Ne, 5 Jahre ist er alt. Und 30 Jahre kann er. Ja, hat er noch ein bisschen vor sich. So um die 12. Ne, 30 kann er. Da fehlt aber noch ein bisschen viel. So gesehen wirklich, ja. So, 72 fährt er mittlerweile. 50 für... Alter, Finde, was haben wir denn jetzt hier schon für ein kleines Imperium? Okay, ist halt wirklich nicht viel, aber lohnt sich anscheinend mega, dass wir das haben. Aber wenn ich jetzt nur mal gucke auf die Eisenbahn, ne? Die eine Route macht fast mehr als die gesamte. Also die etwas größere Route, die wir jetzt hier haben. Ich kaufe einfach nochmal einen Zug mit. Mit Wagen 1, 2, 3 und dann noch 2. Und setzen wir den einfach hier mit drauf, sobald der raus ist. So, 56, hier warten 63. Sollte schon ein bisschen mehr abnehmen. Genau. Wo müssten wir denn hier nochmal die Kutschen aufstocken? Die wir da haben. Und das war die. Dann sollte hier das nämlich auch so langsam das machen, was es tun soll. Und zwar Gewinn fahren. Der wird fast voll. Alter. Achso, das ist der Güterzug. Ich wollte gerade schon sagen, hä? Irgendwie fährt da noch ein bisschen was Komisches. So, sind das abwechselnd wenigstens welche? Nö. Nö, hallo Spiel. So, das war wieder so eine Getreidekutsche. Das ist... Okay, dadurch entsteht also dieser komische Stau. Aha. Irgendwie merkwürdig. 41.000 bringt nur das hier. Lol. Also so wenig wie die Pferde kosten. Das ist wirklich mega profitabel. Alter, ich freue mich schon so auf die ersten LKWs, die bald kommen dürften. 11. Hey, wir nähern uns endlich mal so einer Summe. Wo wir eventuell auch mit dem Zug hier Gewinn machen können. Wir transportieren ja nur Güter hierher. Da wir somit auch ja, die Zahlen hier hochreißen in die Höhe. Ihr seht jetzt gerade hier, so ein Industrieknick ist drin. Aber es läuft. Das ist wunderschön. Wenn wir das jetzt mal auf die gesamte Fläche betrachten. Naja, der macht nicht mehr so viel. Wie sieht's hier aus? Ah, der macht doch schon ein paar Leute noch. Vielleicht sollten wir hier unten auch noch ein paar extra fahren lassen. So, nochmal 3 Stück gekauft. Das war auf die 2. Und dann bauen wir hier hinten nochmal einen Bahnhof rein. So zweigleisig. Nö, den da. So, dann machen wir das jetzt einfach nochmal hier rum. Oh, das läuft gar nicht parallel.
Also manchmal verstehe ich das auch nicht. Einige Sachen werden total so, passt hier noch ein bisschen, da ein bisschen. Und du denkst dir so, Alter, Finja, hätte ich mehr gebaut, wäre das jetzt garantiert chaotisch. Aber die, nö, machen wir halt nicht, ne? Und du denkst dir so, was zum Teufel, ihr wollt mich trollen. So, ja, der ist nicht angewohnt, ich hab's halt kapiert. Jetzt schon. So. Dann brauchen wir hier hinten nochmal Signale. Wieso habe ich hier hinten eigentlich keine Gesetze direkt? So. Dann bitte neue Lok oder LKW? Neue Hänger. Aha. So. Das ist 8 und da unten ist 1. Okay. Das heißt, hiernach kommt wohl noch eine Station rein. Erstmal da das Signal. Dann den da oben. Den zurück. Natürlich mit dem passenden anderen Signal. Und dann reicht das hier auch. So. Dann machen wir den doch dahin. Führen den da rum. Dann haben wir es hier eigentlich auch schon. So halb. So, hier sagen, ey. Ist eigentlich ganz nett, aber wir brauchen hier zum Beispiel nochmal eine extra Haltestelle oder sowas drin. So, dann haben wir da die Haltestelle, dann kommt. Wir kriegen da nochmal eine rein. Oder hier nochmal so einen Abzweig machen. Mal schauen, was das so bringt. Machen wir hier oben einfach so eine kleine Rundtour. Einmal quer durch die Stadt durch. Und dann hieß das Ganze ja Oxlösund 03. Habe ich das richtig geschrieben? Ja! Ich kann mittlerweile fast den Namen. Betonung fast. So, eigentlich könnte man den auch hier rumlegen und da hoch, aber nö. Wieso machen, wenn ich das auch hier machen kann, ja, so wie wir es gemacht haben. So, mal schauen, was passiert. 8 Leute, ah. Okay, hier laufen echt Leute hin. Krass. Vielleicht entlasten wir den ja hier jetzt so ein bisschen mit. Sorgen dafür, dass halt noch ein paar Leute zusätzlich kommen, was ganz angenehm ist. So, 3, da warten schon 2 Leute. Ach ja, lass schon noch schnell laufen. Witz, komm raus. So, das ist der Zug. Wo ist denn der Güterzug? Da. Finanzen nur noch 190.000 im Minus. Letztes Jahr waren nur 35. Nicht schlecht. Der macht plus. Schön. Also manchmal denke ich mir so, geil. Vor allem wir fahren hier fast alle Linien plus. Natürlich die ein oder andere Güterlinie fährt noch nicht großartig plus. Was hat halt auch damit zu tun, dass wir zum Beispiel an irgendeiner Stelle halt irgendwelche Güter brauchen, die noch gar nicht wirklich geliefert sind. Oder halt irgendwas nicht ganz da ist, wo es sein sollte. Vielleicht kappen wir hier erstmal doch die 3 wieder. Und sagen, lauft mal lieber. Das sieht, glaube ich, viel einfacher aus. Wenn die Güter da runterlaufen, als wenn wir da jetzt noch ein bisschen was weitermachen. Natürlich denke ich mir innerlich so, ach komm. Komm, 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 du kannst auch weiterhin bauen. Aber wir bräuchten irgendwie größere Fahrzeuge, mit denen wir das halt transportieren dürften. Aber sowas haben wir halt auch noch nicht wirklich, dass sich das lohnt. So. Cool, der Bahnhof ist leer. Oder naja, halb leer. Zug
Linie 1 warten sie alle drauf. Gut. Was sind das hier für ein Feld? Ich meine, gibt es so abgehackte Felder? Nein. Aber gut, ist eigentlich meine Sache, ne? Wir wollen in der nächsten Folge mal schauen, ob wir hier rumkommen. Und dann hier oben hin. Oh, hier oben können wir Öl nutzen. Geil. Was brauchen wir denn hier noch? Stahl, ne? Das hat doch wieder so eine Kettenreaktion drauf. Das ist doch... Oh, hier oben kriegen wir Stahl her. Haha. Aber nichts anderes. Schade. Also wir wollen versuchen, von hier aus hier rüber zu kommen. Und dann hier rüber und von hier hinten so diesen Bogen zu machen. Irgendwie, vielleicht schaffen wir das ja. Oder wie lange? Ja, wir sind bei knapp 20 Minuten. Wäre auch, glaube ich, mal nicht schlecht, wenn wir mal eine kürzere Folge machen würden. Oder eine kürzere Folge machen wollen. Hängt ja mal davon ab, was man... Oder wie lange man das jetzt rauszögern will, das Ganze. Ich würde eiskalt erstmal sagen. Ja. Schauen wir uns doch mal an, wie das dann einfach in der nächsten Folge aussieht. Bevor wir jetzt hier irgendwas anfangen, was wieder 3 Jahre dauert. Aber, naja, vergesst es einfach. Wir sehen uns morgen wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann und ciao.